Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Heute gemeinsam mit euch möchten wir unsere Wohnung für Weihnachten dekorieren und wir freuen uns sehr für diese Weihnachten, weil das wird die erste Weihnachten, wenn wir gemeinsam mit unseren zwei Tochtern feiern werden. Wenn ihr meinen Kanal für das erste Mal schaut, hallo, mein Name ist Mary, ich bin zweifache Mami. Unsere jüngste Tochter Charlene wurde vor 2 Monaten geboren und wir sind super glücklich und so dankbar, sie endlich mal in unserem Leben zu haben. Das war ein langer Weg und ein schwerer Kampf, aber endlich ist sie da und wir sind so dankbar. Unsere älteste Tochter Audrey seht ihr jetzt in diesem Video. Sie war so aufgeregt, die ganze Wohnung für Weihnachten zu dekorieren. Sie, genauso wie alle anderen Kinder, liebt Weihnachten über alles und kann kaum auf Weihnachtsmann jetzt abwarten. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, uns zu helfen, und das war so süß zu beobachten. Wir fangen immer mit unserem Weihnachtsbaum an. Es ist so groß und sieht so wunderschön aus. Ich habe unseren Baum vor 4-5 Jahren gekauft, eigentlich wenn wir erst in unsere Wohnung gezogen sind, und es sieht immer noch gut aus. Und dieses Jahr brauchte ich ein bisschen mehr Farben in mein Leben haben. Ich wollte ein buntes und kein eintöniges Baum haben. So, ich habe mich für Gold, Rot und weiße Kugelfarbe entschieden. Ich finde, diese Kombination sieht immer schick aus. Und das sind für mich die traditionellen Weihnachtsfarben. Ich hatte noch zu Hause diese kleinen Figuren wie die Schaukelpferd, Schneemann, Schneeflocken, Weihnachtsmann. Und die haben meinen Baum noch schöner gemacht. Zumindest so fand ich. Are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. But okay, lass uns jetzt was Kleines für Advent basteln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieser Dekorartikel hier wirklich heißt, aber lass uns das Adventsschale nennen. Es ist aus Home Depot, das habe ich letztes Jahr gekauft. Ich finde es super praktisch, weil ich könnte das auch für meine Frühjahrdekoration und auch für meine Herbstdekoration nehmen. Ich musste nur ein bisschen mit Accessoires hier spielen und das sah so schön und frisch aus. Jetzt habe ich das mit Holzscherben und Zapfer gefüllt, die aus Kick sind, und die Kerzen sind auch aus Home Depot. Ich fand diese Champagnerfarbe mit Glitzer so schön und passend zu meiner Schale. Und die kleinen Vögel sind auch aus Home Depot. Den habe ich auch letztes Jahr gekauft und eigentlich den wollte ich auf meinen Weihnachtsbaum haben. Aber mein Weihnachtsbaum war voller Kugeln und man konnte diese kleinen Vögel leider nicht so wirklich sehen. So, ich dachte, auf diese Schale werden die besser wirken. Und ich hatte recht, so hat es mir viel besser gefallen. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. Und jetzt ist die Zeit für unsere Weihnachtspyramide. Diese Pyramide ist handgemacht. Die wurde von meinem Manns Großvater selbst gemacht. Er hatte einfach ein Talent für solche Sachen und er hat so viele andere Weihnachtsdekorationen für die ganze Familie gebaut. Ich und Audrey haben diese Pyramide schnell zusammengebaut und sie hatte so viel Spaß dabei. Und die kleinen Figuren, die ihr dort unten seht, sind von Hänsel und Gretel. Und wenn wir alle Kerzen angezündet haben und die Pyramide sich angefangen hat zu drehen, haben wir auch das Lied dazu gesungen.
Und das war so eine kuschelige und warme Atmosphäre. Es war wirklich traumhaft. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la la la. Oh oh, la la la. Oh oh, la la la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles. So, wir schmücken weiter. Diese tolle Girlande habe ich dieses Jahr in Tiki Mix gekauft. Die ist so puschelig und sieht so hochwertig aus. Es hat viele Zapfer drauf und diese kleine rote Weihnachtsbeeren mit ein wenig Schnee drüber sind so traumhaft. Ich liebe es und ich liebe einfach in Tiki Mix zu shoppen. Ich finde immer so viele tolle Sachen dort, ich weiß es auch nicht. Und diese Nussknacker habe ich letztes Jahr in Primark gekauft. Die sieht eigentlich auch sehr schön aus. Schau dir mal diese Weihnachtssocken an. Die sind so, so niedlich, rot und grün kariert mit Mickey Mouse drauf. Ich liebe den einfach. Ich habe den in Primark gefunden. Ich hatte noch nie solche tolle Socken und ich bin jetzt super, super glücklich. Auch unsere Sofa möchten wir ein wenig hübsch und weihnachtlich machen und dafür habe ich diese Kissenbezüge ausgesucht. Die rote und die weiße mit roten Sternen sind aus H&M Home und dieser puschelige da ist aus IKEA. Und jetzt stelle ich noch ein paar Räuchermänner aus und ein paar Tannenbäume. Und ich finde, diese Ecke sieht wie im Märchenwald aus. Ich finde diese Kombination mit Pyramide und Holzmänner und Bäume sieht so, so schön aus. Ich liebe es einfach. Noch ein Adventsdekoration, den ich vor mehrere Jahren selbst gebastelt habe. Ich habe hier ein paar Zapfer und ein paar Weihnachtskugeln. Den hebe ich genauso auf und jedes Jahr tausche ich nur die Kerzen aus und dann ist es fertig. Den nutze ich immer wieder und ich liebe es. Diese Ecke von unserem Wohnzimmer mag ich immer in ruhigen Farbtonen zu behalten. Für jedes Jahreszeit nehme ich entweder Nude-Tonen oder Pastellfarben und ich finde, meine Augen ruhen sich immer aus, wenn ich auf diese Ecke gucke. Ich mag meine Wohnzimmer immer bunt zu haben, aber diese Ecke muss immer ruhig bleiben. The first for me and you.
noch eine Girlande, den ich in TK Maxx gekauft habe. Diese Girlande hier habe ich letztes Jahr gekauft und ihr seht, dass es sieht sehr ähnlich zu die eine in meiner Wohnstube aus, aber das hier ist nicht mehr so puschelig. Es hat trotzdem schöne Zapfer und diese kleine rote Beeren und es sieht immer noch sehr hübsch aus, aber die andere in meinem Wohnzimmer mag ich viel mehr. Is it ever since July? I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you. So ihr Lieben, jetzt ist die Wohnung schon geschmückt und es sieht sehr hübsch und weihnachtlich aus hier. Ich freue mich sehr und ich kann auf Weihnachten kaum abwarten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir wird dieses Jahr Weihnachtsmarkt sehr fehlen. Ich kann mir die Weihnachten ohne Weihnachtsmärkte kaum vorstellen. Aber na gut, man kann das nicht ändern. Ich hoffe trotzdem, dass dieses Video euch gefallen hat und ihr habt ein paar Ideen oder vielleicht ein wenig Inspiration bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bitte gebt mir einen Daumen hoch, abonniert auf meinen Kanal. Ich wünsche euch ein magisches Weihnachtszeit und wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Tomorrow it is Christmas.